Ich sag geil. Ich finde das spitze. Okay, er ist ein Untoter. Er steht also wieder auf und kommt angelatscht. Aber es geht darum, dass der so schnurstracks auf mich zulaufen will und dann erstmal hier das Gelände runterknallt. Das finde ich total genial. Okay, da geht's weiter nach oben. Wir gehen erstmal hier kurz gucken. Man's Locker Room. Geht's hier noch weiter? Ah, mehr Kraut. Mehr rotes Kraut. Kann ich die stapeln? Kann ich so wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich die miteinander kombinieren kann. Oben mit unten? Nein, natürlich nicht. Alles klar, dann gehen wir mal in den Männerumkleideraum. Ah. Da fehlt uns scheinbar ein Ventil, würde ich sagen. Ohohoho. Jetzt habe ich mir nur einen Teil aufgeschrieben, der Name. Das ist natürlich ein bisschen bescheuert. MRG war das eine. Oh Gott, ich komme nicht mehr drauf. Okay, das haben wir hier jetzt aber allerdings auch nicht, ne? Irgendwie habe ich ja gehört, sind da vollkommen andere Buchstaben. Obwohl ich versucht war mit dem BPS, könnte das hinhauen? Ich habe mir die Nachnamen nicht aufgeschrieben von den anderen. Muss nichts heißen. Also kann auch sein, dass es sich um was ganz anderes handelt. Die Lehrer spinnt. Was ist los? Was haben wir hier? Tragbarer Tresor. Best. Objekte untersuchen. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie auswählen und bla. Manchmal erledigen Sie dadurch etwas. Aha. Klingt vielversprechend. Untersuchen. Okay. Zoom und drehen und. X drücken. Echt jetzt? Ach du heiliges Rätsel. Ja, okay. Der war's nicht. Also der geht. Müssen die immer naheliegend sein? Das war. Ne, das hätte ja jetzt auch klappen müssen. Huh. Soll sich sowas merken? Heiliges Metzler. Jedenfalls hat mein Petty jetzt ganz lustig geknarrt. Ersatzteil, wichtiges Objekt, irgendein kleines Teil. Ja, und ich glaube schon gesehen zu haben, was für ein kleines Teil das war, nämlich eine Ersatztaste. So, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, dadurch könnten wir rein theoretisch, wenn wir die an der richtigen Stelle 2 oder 3, ne, also je nachdem, wo man die einsetzt, kann man dann 1, 0, 2. Ja, könnte man das nächste Fach aufmachen. Das ist gut. Das gefällt mir richtig gut. Wobei,
erstmal lesen. Anleitung für tragbaren Tresor. Okay, also nachdem ich selber rausgefunden habe, wie es geht, hier dann also die Anleitung. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Ja, ich weiß. Okay, es interessiert mich allerdings immer noch dieses Ding hier. Okay, wir müssen so oder so zurückkommen. Wir brauchen ja noch hier höchstwahrscheinlich ein Ventil. Oh, da ist auch richtig was los. Okay, erstmal wieder raus. Und wenn ich mir das hier so angucke, würde ich, bevor ich jetzt nach oben gehe, tatsächlich eher nach unten gehen. Nochmal ganz kurz zu meinem Raum. Okay, Leute, ich versuche mal was. Ich versuche mal nicht gegen die zu kämpfen, sondern passiert, wenn ich jetzt einfach hier reingehe, ob der auch hinterherkommt oder ob der draußen bleibt. Da wäre ja ein Ding, oder? So, denn die Kräuter hier werden erstmal verstaut. Verstaut und diese Munition wird auch verstaut. Die Taste behalte ich. So, die Tasche mal ein bisschen ausgedünnt. Ja, also ich versuche jetzt auch mal an Zombies irgendwie vorbeizurennen. Das scheint zu funktionieren, außer ich ständig irgendein anderes Geschrei höre. Ja, Leute, ich sag euch, das macht Spaß. Ich saug das Spiel so in mich auf. Bislang auf jeden Fall total gelungen. Auf jeden Fall. Okay, ein mysteriöser Schatten. Und ein weiterer Schrank. Mäh. Wie viele kleine Rätsel gibt es hier wohl, oder Namensschilder gibt es hier wohl zu finden? Okay, noch mal gucken. BPS. Kann es nicht sein. MRG kriegen wir hier auch wieder nicht hin. Also müssen das tatsächlich neue Rätsel sein. Sind die vielleicht etagenabhängig? Vor allem, das sind ja so Kleinigkeiten, auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich meine, hier steht ja auch ein Schreibtisch, ne? Hat man da vielleicht ein Namensschild? Zumindest hat man hier eine Figur. Theoretisch würde ich versuchen, darauf zu ballern, wenn mir die Munition jetzt nicht wichtiger wäre. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein Schlüsselchen, den wir einsacken können. Wunderbare Sache. So weit, so gut. Yeah, baby. Was zum... Ja, ich glaube, kleiner Leon, wirst du noch ganz genau rausfinden, worum es sich da handelt. An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Halte die Augen nach einem unheimlichen Mistkerl offen, oder nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt los, die Pflicht ruft und außerdem muss ich einen Freund rächen. Ich sag mal, gezeichnet David. Jo, Licker. Huhu. Aber auch hier schön reingebracht, wie ich finde. Ne? So erstmal ne, vorbeilaufen. Am Fenster. Ja,
auch hier einer dieser Bereiche, die ich mir nicht so genau angucken konnte, leider in der Demo. Weil die Zeit drängt. Drängt Höhe. Das nehmen wir mit. Ich würde es gerne mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber erstmal gucke ich mich weiter um. Wie ich gesehen habe, habe ich jetzt nur diesen einen Platz. Eigentlich hätte ich die Taste auch wegpacken. Auch wegpacken sollen, weil hier oben bin ich mir ziemlich sicher, brauche ich die nicht. Ja, manchmal ist es komisch. Oh. Wunderbar, eine Gürteltasche mit zwei Extraplätzen. Quadratschädelerfolg. Wunderbar. So, und neue Notizen. Wir stehen auf Notizen, auch auf anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einem mit C4 präparierten Stahlferch gesperrt. Muss sie nur noch zünden. Dann war's das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen. Vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest, was er dann wohl macht. Du schreibst was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir, deinen Vorgesetzten schon wieder selbst. Okay, manchmal finde ich das komisch zu lesen, aber ich, ja, keine Ausreden, ne? Legastheniker, du. Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut. Dass du sterben musstest. Man bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Okay, irgendeiner ist hier jetzt scheinbar tatsächlich durchgedreht und ich sollte mir die Dinger ein bisschen gründlicher durchlesen, bevor ich sie vorlese. Ja, und da sehen wir eigentlich auch schon, ja, das nächste Medaillon. Lediglich ein bisschen C4 hier muss scheinbar gezündet werden. Ja. Wo könnten wir wohl nur den Zünder finden? Munition! Zack. Okay. Es gibt noch einige Dinge, wo ich mir echt nicht so im Klaren bin, aber ich genieße die Show gerade wahnsinnig. Das könnt ihr mir glauben. Okay. Leon, Marvin, komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Okay, das könnte sich für euch jetzt auch dämlich angehört haben, weil tatsächlich Funksprüche auch aus meinem Controller kommen. Ich hoffe, ich habe das gemutet. In der Audiospur, die ich hier gerade extra aufnehme. Okay, ich weiß teilweise weiß ich ja, was hier zu tun ist. Was haben wir hier? Da hinten, das ist doch, sieht doch aus wie eine Pflanze. Aber scheinbar keine grüne. Okay, dann nicht. Dann geht's nach unten. Hier geht's scheinbar raus. Schauen wir mal. Wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Wobei... Ich werde auch mal hier einfach versuchen, nicht einfach durchzurennen, aber doch schon zu flüchten. Okay, hier nicht überall irgendwie irgendwas. Okay, ich habe das Gefühl, die können einen wirklich überfallen. Okay, der hatte nur ein Messer. toll, Dinge. Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Alles klar.
Vielleicht finden wir ja auch da den ein oder anderen Geheimgang oder ähnliches. Oh. Nein! Stirb! Stirb! Das war ohne Spaß. Sie fressen echt einiges an Munition. Das steht der wieder auf. Ich werde irre. Kann doch nicht sein. Ich muss doch hier irgendwie die Möglichkeit. Moment. Wie sollte ich mir sonst in so einem Raum auch alles angucken? Also das war ja jetzt aber mal was. Okay. Puh, kombinieren. Ja, wunderbar. Wir kombinieren und wir kombinieren. Und ich sag euch, wir brauchen eine Schärfe. Okay, hier ist zu. Aber hier sind wir dann wieder an einem Rätselchen. Das heißt, wir können mal einen Blick in unser Buch werfen. Ach, guckt euch mal hier. Hier haben wir auch die ganzen Notizen, die wir gefunden haben. Alles gut. So, was haben wir da? Oh, ich erkenne das da gar nicht. Das sind Fische, Krebs und irgendwas anderes. Ich sitze da ein bisschen weit weg. Kein Spaß. So, Fische, Krebs oder irgendwas ähnliches und... Wer könnte es gewesen sein, ne? Jawohl, ja. Einhornmedaillon. Läuft. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, raus hier. Aber genau das meinte ich, ne? Ob die immer wieder aufstehen oder ob die irgendwann mal liegen bleiben oder ob die nur kaputt gehen, wenn man den wirklich den Kopf schon abgeballert hat oder so. Das ist ganz schön fies, wenn man mal so überlegt, oder? Ich meine, unglaublich cool, ja, aber fies. Außer natürlich, man hat keinerlei... Was? Das ist unglaublich. Oder sagen keinerlei Munitionsprobleme, aber... Okay, hier fehlt uns offensichtlich noch irgendwas. Mit. Scheiße. Junge. Den nehme ich aber mal C. Heide Witzker, was mache ich denn dann erst, wenn hier wirklich mal irgendwann ein Boss kommt? Da bin ich gearscht. Halten. So. Bin ich hundertprozentig sicher, aber könnte das für oben ausreichen? Da war doch eine Tür. Moment. Oder? Na, natürlich nicht. Ja, okay. Insgesamt so funktioniert das, aber ich denke nur, wenn wir da unten erstmal das Ding ablassen. Den können wir ja so nicht verschieben. Trotzdem würde ich es mal gerne testen. Okay, aber wie erwartet, also hier will er dann nicht drauf. Die müssen also schon richtig stehen, damit wir da drüben in die Tür reinkommen. Ach, wo wir vorhin quasi
aber jetzt mal so vom Realismus her, ne, Leute. Ne? Da ist die Tür, da kann man rüberrennen. Laufen, klettern, springen, hupsen, wie auch immer. Moment, hier liegt noch was. Rotes Buch. Ja, Moment, das kannst du doch nicht einfach so unkommentiert hier hinlegen, Junge. Mach mal einen auf Untersuchibus. Hallo? Plastikteil. Form eines. Ja, manchmal ist lustig. Manchmal ist echt lustig. Ah. Ich erinnere. So. Alles klar. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant.